Hallo und herzlich willkommen zu einem, ich nenne es mal Fragenfreitag, na, Fahrender Fragenfreitag Teil 2, so muss es heißen. Fahrender Fragenfreitag Teil 2, letzte Woche Freitag, der Fahrende Fragenfreitag, der am 1.4. gedreht worden ist, beziehungsweise ausgestrahlt worden ist. Ja, ihr werdet euch sicher fragen, wie, der wollte doch aufhören, was ist los? Warum kommt jetzt noch ein Video? Ich dachte mir, ja, es sind noch so ein paar Sachen, die noch geklärt werden müssen, ne? Zum Beispiel, dass ich am 1.4. aufgenommen habe. Das ist, oder beziehungsweise jetzt am 1.4. gesehen habe. Das ist ja eine wichtige Information, die muss man da haben. Heute ist der 8.4. Ich hoffe, das Video kommt heute auch noch raus. Ich nehme es aber tatsächlich mal Freitag auf. Freitags morgens. Es wird heute ein bisschen später kommen, das Video. Es wird nicht um 17.30 Uhr kommen, aber das macht ja nichts, ne? Es ist morgens früh gerade. Die Sonne scheint so tief, dass ich hier eine Sonnenbrille brauche. Es tut mir leid. Aber fahren nach Fragenfreitag. Ich habe hier Kreisverkehr, ne? Ich hab geblinkt. Ich habe es nochmal extra angeguckt. Ich habe sogar auf dem ersten Video geblinkt und ich habe jetzt wieder geblinkt. Das war jetzt übrigens der gleiche Kreisverkehr. Ich fahre jetzt quasi die Strecke andersrum. Muss man ja auch mal machen. Es ist April und ich wollte mal darauf eingehen, was denn einen guten April-Scherz ausmacht. Und einen guten April-Scherz macht, glaube ich, das aus, dass erstens sich keiner verletzt dabei, dass keiner zu Schaden kommt, ne? Und zweitens, was eigentlich auch noch, ja, das ist nicht wichtig. Ja, das erste ist schon wichtig, dass keiner verletzt wird und ja. Und das zweite ist so, dass alle, oder ich sag mal die Mehrheit von den Leuten um einen herum, ein Glauben. Und zwar richtig glauben. Also wenn man da was plant, dann muss das auch schon funktionieren, sag ich mal. Dann muss das glaubwürdig rüberkommen. So. Jetzt ist das natürlich in meinem Umfeld ziemlich schwierig. Wenn ich jetzt was Videotechnisches mache, dann glaubt das sowieso wieder hinter keiner. Dachte ich. Ist nicht so. aber es ist schwierig, weil es so viele Leute sind und es immer welche gibt, eigentlich, die das nicht glauben. In meinem Fall haben es so gut wie alle geglaubt. Was ich gut finde. Ich fand es gut. Ich habe die ganzen Reaktionen darauf gelesen und es war eindeutig klar, dass ihr alle glaubt, dass ich aufhöre. Ich sag mal so, zwei Personen möchte ich da rausschließen, die einfach wussten, dass ich nicht aufhöre. Zumal ich gerade einen Greenscreen geschickt bekommen habe von einer Person und die andere Person das wusste. Von daher, die beiden Personen, die, sag ich mal, okay, die wussten das nicht. Alle anderen, an den Reaktionen konnte man genau erkennen, ihr glaubt, dass ich aufhöre. Ich sag mal, zumindest alle Leute, die das Video auch geguckt haben. Ne? Also wer natürlich nur gesehen hat, oh, ein Video am 1. April, okay, glaube ich sowieso nicht. Und das Video gar nicht geguckt haben, richtig, die haben es nicht geglaubt. Aber warum war das so glaubhaft, ist noch die Frage. Warum war das so glaubhaft? Und ja, ganz einfach. Es steckt ja natürlich auch viel Wahrheit in diesem Video, sage ich mal. Es steckt viel Wahrheit drin, ansonsten hätte ich das nicht so glaubhaft rüberbringen können. Und vielleicht bin ich auch ein verdammt guter Schauspieler. Ich hätte zum Film gehen sollen. So, jetzt habe ich gar keine Hand am Lenkrad mehr. Spaß. Was wollte ich sagen? Achso, es wurde halt verdammt glaubhaft dadurch, dass viele Sachen wahr sind. Ich habe oft schon mit Blaze über das Aufhören gesprochen. Ich habe mir, also das mache ich ja schon seit Jahren, mache ich mir darüber Gedanken. Ja, deswegen kommt es auch so glaubwürdig rüber. Aber habt mal keine Sorge, wenn ich wirklich aufhören sollte, dann würde ich ein Video am 1. April machen. Ich glaube, das ist sowieso die Idee. Wenn ich aufhöre, mache ich das am 1. April. Einfach damit alle nochmal denken, es wäre wieder ein April-Scherz. Manchmal beim Autofahren kommen die besten Ideen, oder? Eigentlich steht die Sonne gar nicht so tief. Guck mal, jetzt habe ich die Sonne nur halb im Gesicht. Eieieiei, Sonne. Und das früh morgens. Ja, ich nehme auch außerdem jetzt früh morgens auf und nicht erst heute Nachmittag, weil die heute Regen wieder angesagt haben und ich dann wieder nicht weiß, was ich machen soll. Deswegen ist auch wieder ein fahrender Fragenfreitag. Bin halt auf dem Weg zur Arbeit mal. Diesmal nicht von der Arbeit, sondern zur Arbeit. Ja, und damit ich mich nicht wieder im Regen aufnehmen muss. Und ach ja, und ach ja, deswegen halt jetzt Schatten. Sieht man mich auch besser. Ja, was gibt es noch anzusprechen? Morgen, heute Abend Stream. Ich weiß nicht, ob das, ich hoffe, das Video kommt vor dem Stream raus. Also heute Abend Stream, ganz normal, 23.30 Uhr, kennt ihr ja schon wie gehabt. In den nächsten Tagen wird kein Minecraft Obscurity rauskommen. Liegt daran, dass wir am Mittwoch, da war die Julia und der Link so beide gleichzeitig krank. Ich bin ja sowieso schon die ganze Zeit krank, bei mir ist das schon ein Dauerzustand. Aber die beiden waren krank und deswegen konnten wir dann nicht aufnehmen. Deswegen kommen dann jetzt erstmal ein paar Tage keine Videos. Das wird sich allerdings auch ein bisschen ziehen, weil nächste Woche Mittwoch, wo wir wieder aufnehmen müssten, bin ich auf einer Schulung. Ich bin ja nicht nur Mittwoch, ich bin da von Montag bis Donnerstag sogar. Von daher wird dann auch kein Obscurity kommen. Also schon mal zwei Wochen ohne Obscurity.
Und die Woche danach, mittwochs, bin ich wahrscheinlich auch nicht da. Da bin ich im ja, so bei Wickede rum, ne? Da oben. Wickede, Werl, da oben in der Ecke. Von Mittwoch auf Donnerstag ausgerechnet. Deswegen kann ich da leider auch kein Obscurity aufnehmen. Wahrscheinlich. Das ist noch nicht ganz, steht noch nicht ganz fest. Und dann würdet ihr 3 Wochen ohne Obscurity auskommen müssen. Ist leider nicht anders machbar. Manchmal passiert halt sowas. Zum Stream bin ich immer da. Freitagsabends bin ich immer zu Hause. Das heißt also, es wird auch auf dem Kanal ganz normal die Galactic Science Folgen kommen. LOL kommt sowieso wie gehabt. Meine Krankheit geht auch nicht weg. Macht ja nichts. Gibt es noch was zu klären? Nee, das war's eigentlich, ne? So, heißt also, ihr müsst mich noch länger ertragen. Ich höre doch nicht auf. Ich habe ja schön rangekriegt, ne? Und jetzt schreibt nicht, na, ich wusste es vorher, ich wusste es vorher. Nein, keiner hat es vorher gewusst. Keiner. Sonst hättet ihr ja gleich in den Kommentar reinschreiben können. Und es war kein Kommentar so, als hättet ihr das vorher gewusst. Alle Kommentare waren so, dass sie traurig sind und hast du nicht gesehen. Von daher, ja. Aber kommen wir wieder zum Alltag. Fragenfreitag natürlich. Das heißt, nächstes Mal gibt es keinen normalen Fragenfreitag, glaube ich. Vielleicht doch, weiß ich nicht. Kann auch sein, dass ein anderes Video kommt. Hängt mit ein paar anderen Sachen zusammen. Aber für den nächsten Fragenfreitag, sage ich mal, nächste Woche oder übernächste Woche, brauche ich natürlich noch wieder ein paar Fragen. Die müsst ihr mir natürlich stellen. Hier unten einfach mal reintippen. Hier unten in die Kommentare. Da habe ich so ein Feld, da kann man einen Kommentar reinschreiben. Und wenn da wieder Fragen drin landen, dann kann ich auch wieder Fragen weiter aufnehmen und dann kommen wir wieder zum normalen Rhythmus. Jetzt ist ja hier, gut, zwischendurch mal andere Videos. Es ist ja eigentlich nicht, dass ich nur Fragen Freitag aufnehmen will. Ich will ja eigentlich generell ein Real-Life-Video am Freitag machen. Ne? Das ist ja so das Ziel. Zwischendurch natürlich auch Fragen Freitag. Und meine Planung geht dahin, dass die Fragenfreitage ein bisschen weniger werden. Also es war ja mal so angedacht, alle 2 Wochen ein, dann habe ich mal wieder jede Woche eingemacht. Ich sag mal so, einen pro Monat sollte es schon geben, vielleicht 2. So den Rhythmus wollte ich jetzt beibehalten. Jetzt haben wir es ja so, es hatten wir vor 3 Wochen Fragenfreitag, dann ist eine Woche ausgefallen, jetzt gab es 2 Wochen hier so einen fahrenden Fragenfreitag. Der heißt natürlich auch Fragenfreitag, aber eigentlich beantworte ich ja keine Fragen. Also der Rhythmus wird so beibehalten, dass einmal pro Monat mindestens, dass ich eure Fragen beantworte. Lieber wäre mit 2-mal, weil ich einfach den Kontakt auch mit euch und die Interaktion mit euch haben will. Kann ich natürlich auch mit anderen Videos machen. Ne? Es ist ja immer noch dieser Freitagstalk, den ich mal schon oft angeschnitten habe. Da muss ich, ja, man muss auch zukommen. Man muss dazu kommen. Ist aber noch in meinem Brain drin. Ist schön hier übrigens. Wollt ihr mal rausgucken? Vor mir fährt ein Müllwagen. Guck mal, hier ist so ein Absaugmüllwagen, der die Reste aus den Chlorake raussaugt. Wollt ihr sehen? Hier, soll ich? Ich zeig's euch, pass auf. Das muss reichen. Aber ansonsten ist die Gegend schön. Außer, dass hier irgendwelche Kloakenmüllabfahrzeuge vor mir herfahren. Egal. Der hindert mich wenigstens daran, dass ich zu schnell fahre. Ich fahre nicht zu schnell. Nie. So. Gibt's noch was zu sagen? Nein. Das war's. Wie viel Zeit haben wir jetzt rum? Ich kann. Sonne. Ich sehe gerade gar nichts. Also, zumindest nichts von der Kamera. Ich hoffe, ich bin noch im Bild. Geil. Sonne. Hat die ganze Woche nur geregnet, deswegen freue ich mich, dass die Sonne ein bisschen rauskommt. Ah, ist das schön. Ich bin Informatiker, ich hasse Sonne. Ich wollte eigentlich auf die Kamera gucken, aber das hilft nichts. Ne? Ich muss ja auch fahren, das versteht ihr ja. Wenn ich fahre, kann ich euch nicht immer die ganze Zeit angucken. Oder selten. Ihr seht ja sowieso nicht, ob ich euch angucke oder nicht, weil mit der Sonnenbrille sind meine Augen ja nicht zu sehen. Ich mache jetzt nur noch Videos, ohne dass man... Nein, mache ich nicht. So, was wollte ich noch sagen? Achso, ja, heute Abend ganz normal Stream, habe ich gesagt. Ich habe alles gesagt. Ihr könnt noch ein bisschen zuhören. Oder nicht? Ich fahre noch ein bisschen. Ich habe so das Gefühl, ich hätte irgendwas vergessen. Das kommt immer so. Das ist immer so die spontane Idee. Oh, ich muss noch das Video aufnehmen. Ah, nimm mal die Kamera mit an, nimm mal auf. Genauso habe ich auch den letzten Fragenfreitag aufgenommen. Ich wusste natürlich schon ungefähr, was ich machen wollte. Also beim letzten Mal zumindest. Ich wollte aufklären, dass ich doch weitermache. Boah, scheiße, steht die Sonne tief. Ich sehe gar nichts. Na, jetzt sehe ich wieder was. Eieiei. Mann, ey. Und das am frühen Morgen. Wir haben übrigens 7.55 Uhr. Also so früh ist der Morgen eigentlich gar nicht. Es ist schon 8 Uhr fast. Es ist fast 8 Uhr. Ich muss um 8 Uhr auf der Arbeit sein. Was ist da los? Funktioniert nicht mehr, ne? Ich bin aber fast da. Hier im schönen Wald. Seht ihr da Wald? Guck mal da aus dem Fenster. Man sieht mich so ein bisschen noch so am Rand und Wald vorbeifahren. Wenn da nicht vor mir dieses komische Ding da wäre. Ja, wenn ihr jetzt ja die Schuhe gesehen habt, das sind die von meinen Kindern. Habt ihr die gesehen da? Was ich nicht alles im Auto habe, ne? Eieiei.
Ich fahre übrigens schon seit einer Stunde und 11 Minuten Auto. Fragt ihr euch, ja, wieso fährst du denn so lange Auto? So lange Arbeitsweg ist aber nicht gut. Ist nicht nur Arbeitsweg. Ich war heute Morgen schon wieder weiter unterwegs. Ein vielbeschäftigter Mann ist oft unterwegs und muss viele Sachen machen. Ja, auch morgens früh schon. Ach ja. Ich habe irgendwas vergessen. Und da ich nur ein One-Take haben will, müsst ihr jetzt mir dazu gucken, wie ich überlege. Mit dem Talk habe ich nochmal angesprochen, ne? Habe ich, ja. Dass ich nicht da bin, habe ich gesagt, ach komm, irgendwas erfahrt ihr dann nächste Frage weiter, bevor ich jetzt hier stundenlang rumgrübbel. Ich hoffe, ihr schreibt unten ein paar Fragen rein, ihr habt ihr schon gemacht. Wenn nicht, komme ich und reiß euch den Kopf. Nein, Quatsch. Aber schreibt mal ruhig Fragen rein, sonst wird das mit den Videos nichts. Und ja, wir sehen uns dann einfach im nächsten Fragenfreitag, beziehungsweise meine Videos seht ihr sowieso. Denkt dran, keine Obscurity, sondern nur den Rest. Ja, haut raus, bis zum nächsten Mal. Ciao.